Ach ey, warum haben wir den Schatz nicht gefunden? Das ist eine gute Frage. Warum haben wir hier den Schatz nicht gefunden? Haben wir hier echt irgendwo verpeilt? Komm, stich mich bitte. Pixie. Phew, danke. Okay, dann müssen wir hier auf jeden Fall... Ja. Toll, jetzt müssen wir nochmal die große Biene zerstören. Na, super. Na, super. Verdammt, verdammt. Das will ich ehrlich gesagt gar nicht. Ah, je. Warum haben wir den Schatz nicht gefunden? Oder haben wir nur, war das da, wo wir zu wenig Geld hatten? Ah, ich glaube, das war so eine Rollgeschichte, oder? Weil das mit den Rollen, das haben wir ja sehr oft verpeilt. Oh. Das haben wir ja sehr oft verpeilt. Ja, und wir verpeilen offensichtlich nicht nur Dinge mit Rollen, sondern auch viele andere Dinge. Gut, hier kommen auch rein, ne? Okay. Ich glaube, das haben wir das mit dem Rollen. Ja, ich denke schon, dass wir da... Komm, ah, stichst du mich bitte? Danke. Darf ja wohl nicht wahr sein. Flüpp, flüpp. Flüpp. So. Hau ab. Das brauche ich dich nicht mehr. Ah ja, okay. Was ist denn hier los? So viele Türen. Kann sein, dass wir hier... Ich erinnere mich nicht an diesen Bereich. So, Pixies bleibt. Moment. Na, super. Na, super. Ich brauche euch hier oben, Pixies, und nicht da unten. Hier fehlt mir noch ein Pixie. Geht's da. Geht's noch weiter? Alter. Löcher im Boden. Geht's hier noch weiter nach unten? Mir fehlt immer noch ein Pixie. Ein Pixie ist spurlos verschwunden. Aber noch weiter geht's? Nee, noch weiter geht's wirklich nicht mehr nach unten. Wo ist das eine verschwundene Pixie hin? Ah gut, ich brauch's hier nicht. Das reicht mir. Das da. So. Hui. Ah ja, okay. Sehr schön. Ja, gut, das bedeutet jetzt, dass wir hier doch einiges an Geld bekommen. Warum haben wir das alles... Ich erinnere mich hier gar nicht dran. Warum haben wir das alles beim letzten Mal nicht mitgenommen? Ah, stimmt. Hier war, okay, hier war das Bienenköniginnen-Dingens da. Ah, verdammt. Blödes Pixie, aufpassen. Nein! Ich sag noch aufpassen. Ja, jetzt ist sie nach unten gefallen. Haha, Pech gehabt, Pixie. Ja, das ist blöd, weil da haben wir jetzt Pech. So, und da nochmal nach unten. Und ist da schon hoffentlich nicht das Schatzspiel drin? Doch, es ist natürlich das Schatzspiel. Komm, wir sagen erstmal Skip, ja. Weil wir können uns easy nicht leisten. Was etwas doof ist. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass wir hier eventuell noch ein paar Münzen bekommen könnten. Genau, da gibt es noch ein paar Münzen, ja. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht zu sehr verpeilen, ja. Wie zum Beispiel das einzige Pixie, was hier ist, zerstören. Aber das sollte ja nicht passieren. So. Ah, okay. Moment. Ah, da oben ist auch noch was. Okay, ich kann ja mit Pixie auf jeden Fall einiges erreichen. Bedeutet, liebes Pixie, ich brauche dich leider. Nochmal. So. Alter. Dazu, genau. Ne. Ja, das sag mal. So. Komm, die müssen wir auch nochmal sicherheitshalber kaputt hauen. Genau, und jetzt nochmal da nach oben. Und da nach oben. Und da nach oben. Okay, da... Wie komme ich da dann hoch? Gute Frage. Ah ja. Oder geht sich das so aus, wenn ich... Ah, geht sich so aus, okay. Gut, jetzt haben wir fast schon alle Münzen zusammen, die wir brauchen. Müssen wir nur noch da schnell reinrollen. Hui. So, 206 Münzen haben wir. Bedeutet, wir können auf jeden Fall das Zwischenspiel, das Minispiel auf easy machen, das Schatzspiel. Das ist mir wichtig, weil sonst schaffen wir es ja sowieso nicht. Hm. Also ich glaube, das war auch letztens das Problem. Ja, wir hatten nur einen Versuch und haben da verpeilt, wenn ich mich nicht irre. So, Biene, bitte. Stich mich bitte. Danke. So. Rein da.
Oder habe ich denn... Ich glaube, ich habe den Weg gar nicht gefunden, oder? Alter. Hau ab. So, genau. Okay. Nein. Nein. Ja, super. Da will man keinen Geheimgang finden und dann findet man einen. Da fällt man quasi direkt rein. So. Easy. Komm, easy mode. Oder sollen wir noch zweimal normal? Nein, komm. Easy. Bloß nicht übertreiben. Eine Wolke. Wo ist die Wolke zu finden? So, und zwar, ich hab sie. Juhu. Ja. So, wunderbar. Die Schatzkiste wird für uns geöffnet. Oh, eine Bananenstaude. Eine goldene Bananenstaude. So. Aber das Spannende wird jetzt nicht hier das, sondern ich kann mich erinnern, dass der Boss hier richtig, richtig, naja, was soll ich sagen, nicht spaßig war. Aber wir werden sehen. Hey, hallo Boss. Der große Bienenstock. Da kommt Mörderbiene. Juhu, einmal getroffen. Jetzt haben wir nicht das Problem, ja, dass ich auf keinen Fall diese kleinen Bienen, die dürfen mich auf keinen Fall treffen. Und das ist das Fiese dran. Und ich muss sie einmal anditschen, dann fliegen sie ja eh weg, ne? Ihr erinnert euch vielleicht. Für alle, die das Let's Play schon länger verfolgen. Stirb. So. Kommen noch mal. Jetzt kommen zwei raus, das ist das Fiese daran. Ah, das ist cool jetzt. Alter, was machst du? Nein, 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 ich hab dich seitlich angeditscht. Verdammt. Ja, das meine ich, das war so lustig. Und ich muss jetzt leider... Oh, die Tür ist auf der anderen Seite. Ich muss jetzt leider die Biene töten, weil sonst wird der Schatz nicht gespeichert. Also wenn ich jetzt resette, dann haben wir Pech, dann wird der Schatz nicht gespeichert. Deshalb muss ich das leider machen. Aber komm, wir schaffen das. Wir haben diesen Boss schon einmal besiegt, wir werden es wieder schaffen. Vollstes Vertrauen. Meine eigenen Fähigkeiten und nicht die von Mario. Wir sind ein Dreamteam. Na, komm her. Vor allem die dicke Biene ist voll ungefährlich, ja. Nur die kleinen, süßen Bienen, die sind richtig gefährlich, ja. Die muss ich auch nur einmal kurz anditschen, dann fliegen sie auch weg, ja. Oh, zack. So, auf ein neues. Oh. Okay, ja gut. Und ich befürchte ja, dass dreimal einmal zu wenig war. Ja, ich glaube, ich muss viermal. Das war knapp. Ja, natürlich muss ich viermal. Stimmt, da war ja dieser Spaß. Ja, sind auf einmal beide da. Okay, und das war's. Geschafft, Gott sei Dank. Tschüss, Biene. Yeah. Ja, Schätze haben wir total viel. Die Kiste haben wir schon. Da ist nichts mehr drin. Schön. Ja, toll. Gott sei Dank. Okay. So, was haben wir dann hier noch so verpasst? Hauptsache in den letzten beiden Leveln haben wir, also in dem vorletzten Level haben wir ganz viel verpasst. An Schätzen. Müssen wir leider nachholen. Die Geschichte. Da haben wir ernsthaft... Okay. Gut, wer erinnert sich? Wir haben hier überall... Können wir da, glaube ich, in die Wände rein? Nee, da kann man nur von oben runter. Also wir probieren jetzt mal alle vier Räume so aus, ja? Mit diesem Schaltungsschema. Das war ja klug. Kommt man da nicht durchfallen? Weil ich habe nämlich hier das Problem, ich glaube, ich habe einfach den Schatzraum nicht gefunden, oder? Oder habe ich hier den Schatzraum gefunden? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Oder? Hm, gute Frage. Nächste Frage. So, einmal rüberkurven. Genau, so war das für mich. Die Münzen nehmen wir natürlich alle mit, ist klar. Weil wir sind geldgierig. Wissen wir alle. Oh nein, der böse Geist. Was ist hier drin nochmal? Achso, da ist schon die Ente.
So, ich will die natürlich alle mitnehmen, die Blöcke. Warum auch immer. Warum auch immer ich das machen will, ich habe keine Ahnung. So. Aber komm, wir nehmen die wirklich alle mit. Frag mich nicht, wofür das gut ist. Aber ich will die einfach weg haben. Die gefallen mir nicht, diese Blöcke. So. So. Und stehen auch noch. Super. Lalalala. Aber dass wir hier echt den Schatz verpasst haben? Verstehe ich jetzt fast gar nicht. Ah ja. Viel Münzen, viel Münzen, viel Münzen. Viel Münzen vom Vielmann. So, da ist definitiv nix. So, dann gehen wir in Richtung Nummer 2 diesmal. Ich weiß ja gar nicht, müssen wir die in der Richtung... Was ist eigentlich hier drinnen? Achso, da, Blödsinn, das ist der Schaltraum. Ja, da müssen wir noch nicht hin. Weil, wie gesagt, wir können eh ohnehin alle Räume erreichen, indem wir außen rumgehen. Ja, wer sich erinnert. Das ist ja alles recht lustig gebaut hier. Nämlich so, genau. So. Holen wir uns einmal hier unten die ganzen Münzen. Wahrscheinlich gibt es hier unten auch noch irgendwo einen Geheimgang. Ja. Oder da mitten rein? Nein. Da noch irgendwas? Hm. Nö. Da, da. Hoch. Hoch. Immer weiter hoch. Spannende Geschichte, ne? Immer weiter hoch, genau. Ich gucke trotzdem, ob irgendwo nach was zu zerstören ist, weil man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Hier zum Beispiel lauter unsichtbare Blöcke, ja? So. Und ich bin mir ja nicht sicher, ob wir das da... Nein, okay. Aber warum haben wir hier den Schatz nicht gefunden? Das ist vielleicht ein Rätsel. Hm. Ja, komm, wir machen schnell die Runde. Wir machen schnell die Runde fertig, ja. Damit wir hier auch schön die ganzen Münzen mitnehmen. Ich weiß, dass ich jetzt nicht in, nicht in Tor Nummer 4 gehen soll, sondern in Tor Nummer 2. Und das ist ja hier rechts oben. Weil ich gar nicht weiß, ob ich die in der richtigen Reihenfolge besiegen muss, aber ich gehe schon davon aus. Keine Ahnung. So, gut. Runter da. Knapp. Knapp, knapp, knapp. So, okay, dann gucken wir mal hier hoch. Und holen uns natürlich zuerst die ganzen Münzen. Und dann lassen wir uns doch vom Geist nach unten tropfen. Genau. Super. Ich bin Wario. So. Und da ist es jetzt offen, wie man sieht. Und da werden wir nachher runtergehen, aber zuerst holen wir uns hier die Ente. Ist das jetzt schon Nummer 2? Ja, muss schon eigentlich, ne? Ja, ist Nummer 2. Hallo, Ente. Tschüss, Ente. Moment. Was will ich jetzt schon wieder machen? Ich habe keine Ahnung. Ich will hier rüber. Warum eigentlich? Ich weiß nicht. Kann ich hier irgendwo vielleicht runter? Da vielleicht? Da auch nicht. Nein. Okay, dann gehen wir eben wieder rauf. Hey! Wahrscheinlich, wenn ich die nicht in der richtigen Reihenfolge mache, sind die wahrscheinlich auch noch nicht im Raum, könnte ich mir gut vorstellen. So, jetzt ist ja ganz viel Gedöns und Zeugs und überhaupt. Warum ist hier ein Licht? Hm. Ja, ein Haufen Münzen, aber sonst nichts. Das kommt mir auch komisch vor. Ist hier vielleicht irgendwo eine geheime, versteckte Tür? Boah, das wäre so fies. Wenn hier zum Beispiel eine versteckte Tür wäre. Aber sonst, glaube ich, gibt es ja nichts, oder? Hm. Tja. Gute Frage, gute Frage. Aber gut zu wissen, haben wir das auch gefunden. Also, da müssen wir noch weiter hoch. So, dann machen wir Tür Nummer 3. Zack, zack, zack. Tür Nummer 3 ist da drüben. Auch in dieser Schalterstellung, ja, weil das ist meine Lieblingsschalterstellung.
Vor allem, jetzt können wir auch hier rein, was eigentlich überhaupt nichts bringt, ja? Oder können wir hier vielleicht da durch? Nein. Bringt echt gar nichts. Naja, gut. Tür Nummer 3. Ah ja, Ah ja, ich erinnere mich. Moment. Kann ich eigentlich? Nee, das geht nicht. Okay. Wenn ich hier eine Leiter schaffe irgendwie. Ja, das ist genau das Problem. Na gut, Moment. Machen wir mal den da. Aber da komme ich ja dann auch nicht hoch. Nein, das bringt alles nichts. Dann sind wir hier durch. Ich glaube, dass es irgendwas mit dem Raum auf sich hat. Und man hat da wahrscheinlich irgendwie hoch muss. Ja. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man sich nicht allzu blöd anstellt. Also so wie ich das jetzt mache, ist das episch zum Scheitern verurteilt. Boah, aber das kann es ja auch fast nicht sein, oder? Gut, wir werden nachher sowieso alle Räume nochmal durchsuchen mit anderen Schaltoptionen. Oh, jetzt habe ich den Block kaputt gemacht. Ja, so Dinge zum Beispiel. Aber ich komme ja da sowieso dann nicht mehr hoch. Ich hätte wahrscheinlich hier da nicht durchspringen dürfen. Also da nicht so durch. Das habe ich ja schon alles probiert, ne? Aber irgendwo noch... Nee. Da ist auch kein Durchkommen nirgends. Das ist echt... Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier nach oben muss für den Bonusraum. Aber ich weiß es natürlich nicht. Blöd ist natürlich einmal zerstört und alles ist weg. Moment, jetzt Raum 4. Ja, wir gehen bis zum... Hallo, Maus. Wir gehen bis zum Boss, aber nicht weiter. Ah, hier, Moment. Hier, das habe ich ja... Das habe ich auch noch nicht probiert, ne? Ich glaube, nämlich da rüber... Ja. Darüber sollte ich vielleicht mal gehen. Ja, aber nicht so. Nicht in die Richtung, komm. Diese Sprungmäuse, die machen mich auch wahnsinnig. Musst du... Wieso fliegt ihr eigentlich immer in die Richtung, in die sie nicht fliegen sollen? So, jetzt reicht's mir, komm. Moment. Machen wir sie in die Richtung. So, und da ist jetzt wahrscheinlich der... Ist eh klar. Alter, ernsthaft? Ich meine, das würde normalerweise mit den Sprungmäusen gehen, nur die sind irgendwie zu sprunghaft, die Sprungmäuse, als dass ich die wirklich gut zum Springen verwenden kann. Ich sag's, wie es ist. So, wo ist der kleine Piraten-Dingens? Hier, da, so. Ich hab ihn. Das kleine Pieksi. Juhu, kleines Pieksi, gefunden. Ich halte eine Perle, eine dunkle Schattenperle. Müssen wir denselben Spaß nochmal zurück machen. Naja, wenn man weiß, wie es geht, dann kann man eh so auch. Blöd wäre nur, wenn wir jetzt nicht mehr genügend Münzen gehabt hätten, um... Naja. Komm, jetzt nehmen wir uns die eine Maus, nehmen wir uns jetzt doch mit. Dann können wir zumindest hier wieder ein paar Münzen abstauben, weil Münzen zu erhalten ist natürlich prinzipiell nicht schlecht, ja. Ach, ich brauche ja hier auch eine. Ratti, komm Ratti, ja jetzt komm, ja jetzt komm mit mir, ja jetzt komm mit mir, komm, komm, komm hoch, ich muss dich nur ganz kurz, brauche ich dich, danke. Ich brauche dich nochmal Ratti. Ratti? Na toll, Hauptsache die ist wieder weg, komm, einmal noch ganz kurz für die paar Münzen, komm her, Ratti, komm, ja komm, 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 süßes Rattichen, komm. Lustiges Viechlein. Na komm. Ja, komm schneller. Komm, 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 komm. Komm ran, komm ran.
Nein, ich Idiot. So, jetzt aber.